Ja, auf jeden Fall hat das sich gelohnt. Wir haben uns ja auch vorgenommen, zwei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Ich bin ja mit meiner Mannschaft überwiegend sehr zufrieden heute. Wir haben das Spiel richtig gut gemacht bis 20:09. Dann haben wir leider aufgehört mit Tempo zu spielen. Dann hatten wir so viele Einzelaktionen. Dann hat Pule in dieser Phase auch richtig gut gehalten. Und dann haben wir so viele Gegenstoßetore kassiert, sodass Gummersbach ein bisschen näher rankam. Aber ja, zum Schluss haben wir das dann auch sicher über die Bühne gebracht. So bis 20:09 war das bis jetzt unsere beste Leistung diese Saison. Dann war ich mit den letzten 20 Minuten nicht ganz so zufrieden. Das müssen wir verbessern. Da haben wir aufgehört, mit Tempo zu spielen. Da haben wir ja, alte Herren Handball gespielt, wir sind mit dem Ball rumgegangen und nicht richtig mit Druck auf Tor gekommen. Das stört mir ein bisschen, aber natürlich mit 7 Tore auswärts gegen eine sehr gute Mannschaft, die hervorragend in die Saison gekommen ist, dann sind wir natürlich sehr zufrieden. Danke. Ja, was soll ich sagen? Wir lassen unheimlich viele, ich habe jetzt nicht die Anzahl der freien Bälle, 1 gegen 1, ohne Berührung, ohne Kontakt vom Gegenspieler, sondern es ist wirklich nur ich gegen Torwart. Und ich würde jetzt tippen, das waren 15 Bälle. Dass dadurch jetzt eine Verunsicherung aufkommt, die aufgekommen ist in der ersten Halbzeit, dass dadurch eine Hektik entsteht, dass dadurch diese Meinung, ah, wir kämpfen nicht oder wir spielen nicht gut oder irgendwas kommt. Das ist das Problem. Also ich meine, wenn wir die Dinger vorne machen, steht es nicht 8-3, dann steht es 8-7. Vielleicht sogar noch weniger, weil sie vielleicht einen oder anderen Gegenstoß nicht laufen. Und das ist das Problem. Wir sind unkonzentriert. Wir wollten viel machen, wir wollten ein wenig die Stimmung hier in der Halle bekommen, wir wollten hier einen Kampf liefern und wir scheitern an uns selbst. Ja, und jetzt ist Rhein-Neckar Gegner und nicht Coburg oder irgendwas und deswegen verlieren wir das Spiel mit 7 Toren. Und das ist das Problem, was wir im Moment haben und in dieser Saison haben. Letzte Woche haben wir, oder am Sonntag haben wir das Spiel so aus der Hand gegeben. Und heute haben wir eine klare Niederlage erlebt und das ist das, was mich ein wenig verärgert. Das ist nicht, dass ich Rhein-Neckar nicht schätze oder dass das keine gute Mannschaft ist. Natürlich sind sie gut, sie sind deutscher Meister. Aber das ist halt auch Frage, gut, sie haben gut gespielt, aber das war 1 gegen 1. Ich gegen Torwart und ich verschieße. Da muss ich mir Gedanken machen, was ich mache. Nichtsdestotrotz, ich meine, es war eine bittere erste Halbzeit für uns. Was ich der Mannschaft hoch anrechne, ist, dass sie gekämpft haben, dass sie zweite Halbzeit versucht haben, ein wenig wieder ja, zurück ins Spiel zu kommen. Ist uns auch gelungen mit guter Torwartleistung von Matze und guten beweglicher Abwehr, aber das war einfach vorbei. Also das Spiel war vorbei in der 12. Minute und das ist einfach sehr, sehr bitter für uns. Und ja, müssen wir jetzt durch. Fleißig trainieren. Bisschen mehr werfen und zusehen, dass wir das in Zukunft besser machen. Ich glaube, man hat gesehen, dass wir seit langer Zeit mal ein spielfreies Wochenende haben. Die Jungs sind super ins Spiel reingekommen, waren frisch. Erste Halbzeit hat richtig gut ausgesehen. Nur wie Nikolai auch gesagt hat, zweite Halbzeit denken wir dann, dass wir das Spiel mit 10% zu Ende bringen können und das funktioniert gegen keine Mannschaft in der Liga. Was auch schade ist, weil wir ja, vielleicht auch für die Stimmung dieses Spiel auch gebraucht haben. Von daher sind wir mit der zweiten Halbzeit sicherlich nicht zufrieden, aber wir wissen auch, dass wir das besser machen können. Jetzt kommen 7 Spiele in diesem Monat noch, jetzt gehen die englischen Wochen los mit der Champions League. Und da müssen wir jetzt auch höllisch aufpassen, dass wir da auch die Spielanteile verteilen können. Und heute wäre es vielleicht so ein Spiel gewesen, wo wir das hätten machen können. Und da waren die Jungs in der Phase auch nicht clever genug. Und Gummersbach hat dann gekämpft, hat dann 5 Tore hintereinander gemacht. Dann kommt die Halle dazu. All das, was wir nicht wollten, weil wir wissen auch, wie schwer es zu spielen ist, wenn hier richtig Stimmung aufkommt. Von daher über die 30 Minuten wird sicherlich noch gesprochen. Aber ansonsten sind wir natürlich zufrieden mit der Leistung, mit den 2 Punkten. Und konzentrieren uns jetzt auf Brest am Samstag. Das Spiel heute, natürlich ist Rhein-Neckar Löwen deutlich stärker besetzt, haben völlig verdient gewonnen, aber wir wollten uns anders präsentieren, erst recht nach der ja, unglücklichen und auch unnötigen Niederlage vom Wochenende. Das müssen wir besser machen und ich glaube, das werden wir in der Zukunft auch besser tun. Dankeschön.